Oliver Tischer. Ich bin Psychiater, Neurologe und Resilienzforscher am Leibniz-Institut für Resilienzforschung und an der Universitätsmedizin in Mainz und habe die Ehre, eine Keynote-Lecture halten zu dürfen zum Thema Resilienz und gesunden Altern. In diesem Rahmen möchte ich Sie vertraut machen mit der Art und Weise der modernen Resilienzforschung, wie wir sie im Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz betreiben. Beginnend mit den klassischen Ansätzen der psychologischen Resilienzforschung seit der 50er Jahren hin eben zu einem modernen Konzept, in dem auch die neuronalen, also Gehirnmechanismen von Resilienz im Fokus stehen, die wir verstehen wollen, um dann im Hauptteil Ihnen unser Konzept des resilienten Alterns näher zu bringen und mit diesem Forschungsansatz auszuführen, um dann auch zum Schluss einen Ausblick zu gewähren, wie diese Bedeutung gerade auch im Kontext der Covid-Pandemie auch im Rahmen gesellschaftlicher Veränderungen sich ausgewirkt hat auf Resilienz im Alter. Ich freue mich, Sie dann am Dienstag zu meiner Keynote-Lecture begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Gerontologie- und Geriatrie-Kongress 2022.